Knapp 60.000 Neuinfektionen hat es seit gestern gegeben, seit den letzten 24 Stunden. Die Situation in den Krankenhäusern ist auch mittlerweile, ist die Anzahl der Belegungen nach oben gegangen, auf den Intensivstationen nicht so sehr wie auf den Normalstationen. Auf der anderen Seite fragen sich jetzt viele, die Öffnungsschritte, die gesetzt wurden, kamen die nicht viel zu früh? Natürlich kamen sie zu früh und das haben meine Kolleginnen und Kollegen und ich bereits an jenem Tag, an dem verkündet wurde, wir sperren in Österreich alles am 5. März auf, haben wir gesagt, das ist Wahnsinn, das wird nicht gut gehen. Und ja, wieder mal hat die Politik halt leider nicht auf die Experten gehört. Und das sind jetzt die Früchte dessen. Und wenn wir so hohe Neuinfektionszahlen haben, können wir davon ausgehen, dass auf den Normalstationen sehr wohl wieder auch ein deutlicher Anstieg an Corona-Patienten zu verzeichnen sein wird und wir werden deutlich mehr Krankenstände sehen, was im Gesundheitsbereich, im Spitalsbereich ein Riesenproblem werden wird, aber möglicherweise auch bei anderen Berufen. Die Delta-Variante wurde von der Omikron-Variante abgelöst, die ja um einiges ansteckender ist. Auch die Omikron-Variante hat mittlerweile eine zweite Variante. Welche Variante ist denn überhaupt jetzt gerade in Österreich vorherrschend? Es ist schon die BA2, also diese neuere und noch etwas ansteckendere Omikron-Variante vorherrschend. Aber die BA1 gibt es auch immer noch. Aber ganz klar, Omikron dominiert das Infektionsgeschehen in Österreich. Und also ich bin ja jetzt echt neugierig, was die Politik angesichts dieser Zahlen machen wird. Denn wieder einmal nichts machen oder im Gegenteil sogar noch weitere Öffnungsschritte zu fordern, ist eigentlich bei diesen Zahlen nicht möglich. Also ich bin echt neugierig, wie sich die Politik jetzt zu diesen heutigen Zahlen äußern wird. Gestern hat sich die Politik schon zum Thema Gratistests geäußert. Ab 1. April stehen dann jedem Österreicher und jeder Österreicherin nur noch 5 PCR-Tests und auch 5 Antigentests gratis zur Verfügung. Ist diese Strategie nicht jetzt gerade die falsche, wenn man sieht, wie hoch die Infektionszahlen sind? Also ich denke, dass gerade diese Lösung bei den Gratistests eine pragmatische ist, die ich virologischerseits durchaus akzeptiere. Also wir haben jetzt 5 Gratis-PCR-Tests und 5 Antigen-Schnelltests pro Person pro Monat. Aber dazu kommt ja noch, wenn jemand Symptome hat, Symptome eines grippalen Infektes, wo man nicht weiß, was es ist, dann zählt das ja nicht in diesen 5+5. Das heißt, da kann und soll man sich weiter testen lassen, um eben zu sehen, ist es Corona oder ist es ein anderer Erreger. Auch in bestimmten hochvulnerablen Bereichen des Gesundheitssystems wird es selbstverständlich zusätzliche Tests geben. Also diese Teststrategie finde ich eigentlich schon in Ordnung. Denn es war bisher ja so, dass zum Beispiel Infizierte sich am 5. Tag, wo ja die Möglichkeit besteht, sich freitesten zu lassen, sich testen haben lassen. Wir wissen, am 5. Tag sind normalerweise 80% noch immer positiv. Also das ist nicht, oder es war von Anfang an nicht sinnvoll, Tag 5 herzunehmen. Wäre wesentlich besser gewesen, Tag 7. Denn am Tag 7 ist die Chance, dass jemand negativ ist, deutlich höher. Und die Leute, die am Tag 5 noch positiv waren, haben sich dann halt jeden Tag getestet mittels PCR-Test bis zum Tag 10, ja, um so rasch als möglich wieder die Welt und Arbeitswelt integriert zu werden. Also da sind schon sehr viele Ressourcen, das war nicht notwendig, sagen wir mal so. Daher also diese restriktiveren Maßnahmen, 5+5, ich finde, das ist in Ordnung, zumal, wenn man wirklich Symptome hat, zählt das ja nicht zu diesem 5+5 Kontingent. Die große Sorge von vielen ist allerdings, wenn sie selbst immer wieder mit vielen Personen zusammenkommen, dass man eine
unbekannte Infektion, die man vielleicht selber hat, ohne überhaupt Symptome zu haben, weitertragen kann. Insofern greifen viele gern auf vielleicht sogar tägliche PCR-Tests, die jetzt ja noch gratis sind, zurück. Ist das überhaupt sinnvoll oder würden Sie von ständigen Testen überhaupt abraten? Also wir haben einerseits ein extrem hohes Infektionsgeschehen. Das heißt, es ist schon richtig, dass vermehrte Tests eigentlich Sinn machen würden zum jetzigen Zeitpunkt. Andererseits verstehe ich natürlich die ökonomische Seite. Diese Tests haben uns extrem viel schon gekostet. Also, dass man hier Einschränkungen macht, ist schon in Ordnung. Und wie schon gesagt, wenn jemand Symptome hat, dann zählt das ja zu diesen 5+5 Tests nicht, sondern dann kann er sehr wohl, kriegt er weitere Tests zur Verfügung gestellt. Auch rund um die Quarantäneregelungen gibt es hier auch Neuerungen. Was sagen Sie dazu? Na, da bin ich weniger happy. Ja. Ich bin zwar froh, dass sich zum Beispiel nicht Landeshauptmann Stelzer aus Oberösterreich durchgesetzt hat, der ja gefordert hat, dass selbst Infizierte nicht in Quarantäne sollen. Also es ist jetzt wieder eine Kompromisslösung geworden, dass Kontaktpersonen nicht in Quarantäne müssen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, bei diesen enorm hohen Fallzahlen, ist das natürlich Wahnsinn. Ja, und das kann aus virologischer, epidemiologischer Sicht nicht begrüßt werden. Und also diese Öffnung am 5. März, erwartungsgemäß, heute haben wir was, den 14. oder 15., und das ist, wir haben eine Inkubationszeit von etwa 2 Tagen bei dieser Infektion. Das heißt, wir sehen jetzt bereits die Früchte der Öffnungen am 5. März. Im Sommer soll es insgesamt einfach auch klimabedingt gehen, die Infektionszahlen in den letzten Jahren zumindest auch immer nach unten. Jetzt gibt es aber in Europa und auf der ganzen Welt neue Infektionszahlen, die nach oben gehen. Inwieweit kann man da dann überhaupt noch dagegen wirken? Weil wir wissen ja, selbst wenn jetzt Maßnahmen gesetzt werden, die brauchen ja auch eine Zeit lang, bis sie Auswirkungen zeigen. Naja, schon. Aber also wie gesagt, ich bin echt neugierig, wie die Bundesregierung auf jetzt diese enorm hohen Fallzahlen reagieren wird. Und ob sie überhaupt reagiert. Also das wird echt spannend sein. Aber ich fürchte, man muss jetzt Maßnahmen zurücknehmen. Also zumindest braucht es eine generelle FFP2-Maskenpflicht in allen Innenräumen und im Außenbereich, dort, wo eben viele Menschen zusammenkommen. Ich glaube, das ist der österreichischen Bevölkerung zuzumuten. Und wir haben uns zwar eher wieder Hund an die Flöhe, aber immerhin an diese FFP2-Maske inzwischen schon gewöhnt. Also ich glaube, das ist schon machbar. Ich muss leider auch sagen, also die Öffnung der Nachtgastronomie, die dann natürlich sofort am 5. sind die Bars und Diskotheken gestürmt worden. Ich verstehe schon die Jugend, die nachdem die Diskotheken so lange geschlossen waren, natürlich das Angebot genutzt haben. Aber aus virologisch-epidemiologischer Sicht ist es natürlich nicht wirklich sinnvoll. Bin im Übrigen auch neugierig, wie jetzt die neuen Maßnahmen bezüglich Testregime in den Schulen ausschauen werden, weil da haben wir bisher nicht wirklich viel gehört oder aber wir haben Kontroversielles gehört aus den Bundesländern und vom Gesundheitsministerium. Was würden Sie denn aus virologischer Sicht und aus Expertensicht den Schulen bzw. hier in dem Fall dem Bildungsministerium empfehlen? Naja, im Moment. Also wir wissen ja, dass jetzt gerade die Omikron-Welle speziell von jüngeren Menschen getragen wird. Also wir haben enorm viele Infektionen in den Schulen. Deswegen war es auch nicht richtig, dass die Maskenpflicht in den Schulen frühzeitig aufgehoben wurde. Es war auch keine gute Idee. War vielleicht gut für die Schülerinnen und Schüler, aber aus virologisch-epidemiologischer Sicht, wie wir ja auch heute sehen, war das keine gute Idee. Wien fordert die Tests, dass die so beibehalten werden, wie sie sind. Das wäre natürlich die optimale Lösung jetzt bei diesem enorm hohen Infektionsgeschehen. Wenn wir minimal reduzieren mit den Tests, dann sollte das vielleicht auch noch okay sein.
Wir haben, wie gesagt, sehr, sehr hohe Neuinfektionszahlen und auch die Spritzpreise sind nach oben gegangen. Unter anderem auch die Kombination mit dem Parkpickerl oder die Zonen, die jetzt ausgeweitet wurden. Sehr viele Menschen greifen jetzt auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurück. Viele sprechen da, dass es einen Anstieg um 30% der Fahrgäste gibt. Und dementsprechend sind auch diese Bilder, die uns tagtäglich erreichen, aus vollen Bussen, vollen U-Bahnen, schon irgendwo schockierend. Wie groß ist denn die Gefahr, dass ich mich mit einer FFP2-Maske trotzdem genau in einer solchen Situation mit dem Coronavirus infizieren kann? Also mit einer FFP2-Maske ist die Gefahr deutlich reduziert. Möchte ich hinzufügen, wenn die FFP2-Maske richtig getragen wird. Ja, also wirklich über Nase und Mund, nicht unter der Nase und dann vielleicht auch diesen Clips am Nasenrücken noch einmal festklippen, bevor man einsteigt. Das hilft schon sehr. Und was anderes bleibt uns ohnehin nicht über, apropos öffentliche Verkehrsmittel, bei diesen enorm hohen Fallzahlen, und wir hatten das bereits vor etwa 3 Wochen, da mussten in Wien die Wiener Linien die Frequenz der Verkehrsmittel zurückfahren, aus dem einfachen Grund, weil zu viele Leute Corona-bedingt im Krankenstand waren. Und genau das wird uns jetzt auch wieder blühen. Und das ist aber etwas, was wir absolut nicht brauchen können, dass vielleicht noch weniger Züge, U-Bahnen, Straßenbahnen fahren, die dann noch voller sind. Also das ist ebenfalls eine höchst ungünstige Konstellation. Und daher wäre eigentlich notwendig, jetzt doch etwas die Maßnahmen noch zu verschärfen, damit wir diesen Spagat hinkriegen. Eine letzte Frage, ich bitte Sie um eine kurze Antwort. Zahlt es sich noch aus, sich impfen zu lassen? Na, freilich zahlt es sich aus, impfen zu lassen. Wir wissen zwar, dass auch 3-mal Geimpfte sich infizieren können. Wir wissen auch, dass sogar die eine durchaus hohe Virenlast haben, also CT-Werte von 16 oder so, sind nicht ungewöhnlich, aber sie erkranken nicht schwer. Und wir sehen gerade bei älteren Menschen auch mit Omikron durchaus schwerere Krankheitsverläufe.